Ja, und damit herzlich willkommen zur allerletzten Folge, Finale! Alarmstufe Rot heißt das Level. Und ja, wir haben in der Cutscene gerade gesehen, der Werner von Kreu Senior, der Vater von Werner von Kreu, hat jetzt alle seine Männer in Alarmbereitschaft. Da fiel der Koloss. In Alarmbereitschaft gestellt. Und Werner möchte uns loswerden. Definitiv. Das hat er uns damit jetzt gezeigt. Und das ist jetzt gerade hier ein bisschen tricky tatsächlich. Ich glaube, muss ein bisschen beeilen, glaube ich. Der hetzt jetzt alle möglichen Männer auf uns. Wir haben die Iris, glaube ich, auch zerstört, ne? Hoch! Alter! Hilfe! Ja, was ist zu diesem Level zu sagen? Dieses Level, ich hoffe, technisch klappt jetzt alles. Alter! Hier bricht so viel zusammen! Ich habe das Spiel ja schon mal, habe ich ja schon mal erzählt, versucht aufzunehmen, aber dann in sehr ruckeliger Qualität und blöder Qualität. Ja, und dann hatte ich natürlich im letzten Level von dieser Saga, von diesem Spiel, Standbild die ganze Zeit, als ich das gespielt habe, das Level hier. Und das war sehr... frustrierend? Ja, das ist auch frustrierend. Ich mach mal, glaube ich, mit Anlauf, ne? Besser ist das. Nein! Euer Ernst jetzt. Nein! Oh Gott, Leute. Hört auf damit jetzt. Ich bin jetzt schon nervliches Wrack. Lass das. So, das Gebäude ist aber auch schon mal... Warum hält sie denn nicht fest? Das Gebäude sah auch schon mal besser aus, wollte ich sagen. Was soll denn das? Hä? Geht doch. So, ich glaube... Diese Wand können wir... kaputt machen. Ey! Oder sollen wir die auftreten? Ja. Klar, okay. Anscheinend. Ich dachte gerade, sie geht wieder in Flammen auf. Ach so, okay. Was jetzt? Ah. Okay. Hm? Ich, Kamera. Was ist denn los, Kamera? Was willst du denn von mir jetzt? Hi. Was? Ah. Ja, einfach versuchen. Guter Mann, würden Sie bitte warten, bis ich mich hochgezogen habe? Danke. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Wusste ich doch, dass dein Kopf mehr zu bieten hat als nur ein hübsches Gesicht. Versuch's mal mit der Infrarotbrille. Mit der Infrarotbrille? Okay. Da ist dicht. Infrarotbrille. Haben wir die denn? Oder soll ich hier gucken? Ah, stimmt. Wir kriegen
jetzt Raketen für den Seilwerfer. Raketen für den Seilwerfer, okay. Munition. Gut. Ja, an der Stelle, das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Weil hier sind auch wieder Laser. Wieder eine Laserfalle. Alter. Voll gebrutzelt wieder. Ah! Nein! Oh, ich sehe die Laser nicht. Wie weit die voneinander entfernt sind. Was erwartet uns hier wieder für Überraschungen? Ah, ein großes Medipack, das nehme ich gleich an mich. Ja, für die Leute, die sich vielleicht aufgeregt haben darüber, dass ich dieses Medipack im letzten Level nicht genommen habe, weil da so viele Wachen waren, entschuldigt bitte. Ah! Alter! Nein! Oh Gott, mit der Steuerung muss ich echt noch üben, ne? Jetzt geh doch mal kaputt. Hey. Eieiei. Hm. Ach so. Ah! Oh Gott. Immer zurückwirft, ne? Okay, dahinter lässt nichts. Boah, Leute. Ach nee, hier. Okay. Da, das können wir nehmen. Okay. Boah, mein Ohr juckt. Hochsicherheitstrakt hier. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir, glaube ich, schießen, ne? Geh auf! Geh auf! Verdammter Mist! Ich hab doch alle getroffen, oder nicht? Nein? Ja, vielleicht? Mhm. Okay. Okay. Na gut. Ah. Hier können wir was nehmen. Was ist denn das für schicke Waffe? Fanghakenwerfer. Ich verstehe. Okay, alles klar. Boah, ich höre Schritte. Alter! Kumpel! Nicht mit mir! Lass das! Okay. Da ist noch einer. Ja, gut.
kommen wir dann also nicht zum Secret, ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie das ging. Okay. Mhm. Ha! Was? Was, 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 was? Alla! Geh kaputt! Ich gehe auch gleich kaputt hier, wenn das so weitergeht. Eieiei. Ich muss jetzt, glaube ich, da einen Haken hinschießen, ne? Okay. Oh Gott, jetzt geht das mit den Seilen wieder los. Das habe ich nicht vermisst. Ja, spring erstmal daneben, Lara. Spring erstmal daneben. Das ist klar. Okay. Hilfe. Ich glaube, dem Werner ist es ganz schön peinlich, ne? Dass er so ein bisschen bloßgestellt wurde vor seinem Vater, oder? Ich glaube nicht, dass er da so froh drüber ist, dass Lara so einfach ihn austricksen konnte und einbrechen konnte in die Firma. Ah! Alter! Nein! Moment. Halt. Gebt mir einen Moment Zeit, Jungs. Moment. War was? Ich denke nicht. Hier ist immer noch zu. Da kamen wir her. Da haben die Kollegen jetzt was fallen lassen? Immer noch nicht? Hallo? Oder muss ich jetzt zurück? Was hat mir das denn jetzt gebracht, das Ganze hier? Doch einen Sinn und Zweck gehabt haben, dass wir jetzt hier gewesen sind. Jetzt sind wir wieder woanders. Nee, jetzt. Ah! Alter! Halt! Ich bin nicht so schnell! Warum sind die resistenter als die anderen Typen, diese Hulks? Kann mir das einer sagen? Oh, jetzt müssen wir wieder zurück, ne? Jetzt nur Sinn und Zweck der Sache, dass ich diesen Hakenwerfer kriege? Anscheinend. So, Kamera. Kamera! Hör auf, mich zu veräppeln. Da. Da muss ich hin. Ich fasse es nicht. Ja gut, das Secret haben wir jetzt nicht gekriegt. Das ist, ja, Schande auf mein Haupt. Okay. Aber wir müssen jetzt hier den Haken ran dingsen, ne? Einen haben wir ja noch. Und den dingsen wir hier dran. Okay. Stehen wir richtig? Okay. Bisschen runterlassen noch. Na komm, Lara. Komm, lass dich runter. Okay. Puh. Okay, okay, okay.
mein Gott. Oh, ich konnte mit der Tastenkombination gerade nicht so schnell reagieren. Oh Gott, wow. Oh, okay, das haben wir. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, was für eine Stelle kommt hier. Ja. Wir treffen noch auf ein anderes komisches Wesen hier in diesem Spiel. Kann ich mich hier runterlassen? Nicht ihn. Also auf jeden Fall nicht ihn. Ah! Aua! Was? Was ist das Ding überhaupt? Ich sehe das nicht, die Selbstschussanlage. Da. Ich glaube, den Typen. Den schalten wir mal kurz aus. Okay. Und dann müssen wir, glaube ich, dahin, ne? Die ist ja scharf, die Anlage. Zumindest denke ich, dass das der Schalter ist dafür. Ich weiß es nicht. Hallo? Nein? Okay. Na gut. Okay. Bis nichts. Das heißt, das Spiel will uns sagen, dass wir zum Aufzug müssen. Hm? Ich bin schon paranoid. Das Spiel macht mich paranoid. Oh Gott. Die Stelle kenne ich. Hi Jungs! Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht so doll in das Mikro zu pusten. Entschuldigung. Oh Gott, okay. Also, hier sehen wir, dass ja, das Wappen fehlt von BCI. Und das müssen wir uns, glaube ich, jetzt zurückerobern, zurückbeschaffen. Okay. Hältst du dich fest? Habe ich einen Knick in der Optik? Was los? Man nicht mehr das Seil festhalten kann, anscheinend. Hm. Die Frau bringt mich noch ins Grab, ich sag's euch. Nein! Halt dich fest! Halt dich doch bitte fest! Mann! Ernsthaft? Jetzt geht es. Hm. So, was jetzt? Nein. Oh, Spiel. Okay. Hier ist noch zu. Okay. Oh, mir gefällt das Cyan. Mir gefällt das Blau. Finde ich schick. Ah! Will ich hier sein? Oh Gott. Was? Danger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Moment mal. Ist das... Ach nee, ich dachte gerade, das wäre das Büro, wo was in der Cutscene zu sehen war. Wo geht es hoch? Da. Was? Ah, jetzt kommt er. Da ist er, da ist er. Glaube ich zumindest. Also wir haben hier nämlich... Da. Wir haben hier nämlich einen Cyborg. Und den Cyborg... Der hat uns schon wieder entdeckt. Dieser Cyborg, den können wir nämlich nicht, glaube ich, eliminieren. Den können wir bloß brutzeln. Glaube ich, denke ich, weiß ich. Erahne ich. Okay. Okay. Gott, hat er uns gesehen jetzt? Ja. Verdammte Axt. Oh Gott. Sehr gut. Moment. Kann ich ihn... Nein, ich bin gleich tot. Da zuckt da nur noch. Das hast verdient. Eieiei. Fertig, ey. Fertig mit dem Nerven. So, halt dich fest jetzt. Hä? Was für ein Jump. So, heb's auf. Bitte heb's auf. Ich bin schon wieder... Ich bin wieder am Rande meiner Kräfte. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ah. So. Dann machen wir nämlich... Da eins hin, ein Seil. Oh Gott! Oh. Okay. Ich hab's echt nicht mit Seilen, ne? Was haben wir jetzt getan? Wir haben das Wasser wieder abgelassen, wa? Können wir uns jetzt safe hier runterlassen? Ach, hör auf! Der hat uns... Aha, sehr gut. Der hat uns einen Teil von dem Symbol mitgegeben hier. Zu. Wenn da jetzt dicht ist, ne? Wie kommen wir denn dann wieder zurück?
Okay. Bevor ich das mache, speichere erstmal ab hier. So. Dann lasse ich mich hier runter. Und dann hoffe ich, dass das richtig ist, dass ich jetzt wieder zurückgehe. Okay. Ach, jetzt sind die Laser aus, oder was ist los? Ich verstehe, Spiel, ich verstehe. Ich hasse Helikopter. Ich hasse sie so, ne? Ich hasse sie so dermaßen. Alter. Oh, nein! Alter, nein! Nein! Scheiß. So, hier waren wir ja schon gewesen, Alter. Schnell, schnell! Ist der jetzt... Habe ich ihn jetzt eingesperrt oder ist er jetzt... mir auf Fersen. Diese Anspannung. Alter, ich kann das nicht ab. Oh, habe ich ihn jetzt eingesperrt? Ist das ein gutes Zeichen? Oh, ich speichere lieber. Ich speichere lieber, das ist mir sicherer hier. Alter. Gott, jetzt geht's los. Nein! Geh auf! Schnell! Oh Gott! Ah! Geh weg! Lass mich! Ah, lass mich! Geh weg! Wir haben den Cyborg jetzt eingesperrt. Jetzt wird er vergast. Na, was los, mein Freund? Hä? Bisschen stickig, ne? Ja, Entschuldigung. Ich konnte meinen Magen-Darm-Trakt wieder nicht kontrollieren. Jetzt wird's eng. Raus mit dir. Raus, Frau. Raus. Ich glaube, jetzt muss ich erstmal wieder aufmachen, ne? Damit wir das an uns nehmen können. Boah, das wird eine lange Folge, sag ich euch. Das wird eine lange Folge. Aber wir boxen uns da durch. Wir haben das zweite Symbol. Oh Gott, ich bin happy. Sehr gut. Oh, Helikopter, halt die Klappe.
einfach die Gusch. So. Jetzt hier wieder hochziehen. Und dann heißt es Tschüss, Ciao, Adios. Oh, ich bin so durch, ne? Ich bin so durch. So. Ach so, muss ich mich jetzt hier rückwärts? Okay. Ach nee, da kamen wir ja her, alles klar. Prima, Mädchen, das war Spitzenarbeit. Und jetzt schwing deinen knochigen kleinen Hintern da raus. Hey, wir bleiben aber in Verbindung. Abgemacht? Vielleicht werden wir ja noch Brieffreunde oder sowas. Knochiger Hintern? Das will ich überhört haben. Aber wir bleiben in Kontakt. Und jetzt mach Platz, Yankee Fatzke. Ich komme. Jetzt mach Platz, Yankee Fatzke. Ich komme. Alter, Schlossteil. Schlossteil mit dem anderen und Landeplatzschlüssel. Und damit sage ich Ciao, Freunde. Genießt die Credits. Oh Gott. Die nicht bei uns sein können. Genau. Möge sie in Frieden ruhen. Credits, Leute, das sind die Credits. Wir haben es geschafft. Oh Gott. Wenn ich nicht gerade auf Kriegsfuß mit Alkohol stehen würde, dann würde ich jetzt einen Schnaps trinken. Alter. Also dieses Spiel hat schon wieder an meinen Nerven gezerrt. Sie konnte jetzt entkommen mit der Iris. Habe mich voll getäuscht. Ich dachte, sie hat die zerstört. Sie konnte entkommen mit der Iris, die Lara. Und, ja. Ich glaube, deswegen entstand auch ein bisschen ein Groll von Werner, von Groll, bei der Lara, dass er es auf sie abgesehen hat und, sich rächen wollte wahrscheinlich. Das hat man ja dann in Tomb Raider, 4, The Last Revelation gesehen. Die Entwickler haben, auch wenn sie gesagt haben, es wäre ein großer Mist, haben sie trotzdem, finde ich, gutes Spiel gemacht. Da scheiden sich ja auch die Geister, was das Spiel hier angeht. Viele mögen das Spiel, Tomb Raider Chronicles, viele sagen, das ist ein letzter Müll, das ist letzter Mist. Ich finde es gar nicht so schlecht. Dafür, dass die Entwickler das so ein bisschen runtergespielt haben mit ihrer Entwicklung hier. Aber sie haben Lara wieder auferstehen lassen. Ich weiß nicht, wessen Idee das war, von Eidos oder von Core Design. Ich glaube, Core Design, das Entwicklerteam, war nicht so begeistert, glaube ich, davon. Aber man sieht ja, wie es weitergeht mit Lara. Sie haben Laras Rucksack gefunden, zumindest bei den Ausgrabungen in Ägypten. Werner ist jetzt heilfroh, dass er seine alte Schülerin lebend weiß, beziehungsweise dass sie überlebt hat. Also es ist kein Abschied für immer. Und deswegen sehen wir Lara auch in Angel of Darkness wieder. Ich hatte tatsächlich schon mal versucht, Angel of Darkness anzuspielen.
spielen, zu gucken, wie das läuft mit dem deutschen Patch, weil die Steam-Version ist ja komplett auf Englisch. Aber ich krieg's nicht so wirklich zum Laufen. Vielleicht hat irgendeiner noch eine Idee, einen Tipp, irgendwie was sicher ist, frei von Viren und sonstigem, dass ich es vielleicht doch noch spielen kann. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Das hängt ja auch immer von der Zeit, die ich habe, neben meinem Beruf. Hängt davon ab, wie viel ich Zeit habe, das aufzunehmen. Ja, da wird sie schon wieder gejagt. Das war mir jetzt zu viel gejagt, zu viele Wachmänner jetzt auf einen Haufen. Aber ich habe mich durchgeboxt durch dieses Spiel und ich bin wieder sehr stolz auf mich. Es ging schneller vorbei als Tomb Raider The Last Revelation. Aber mal gucken, was ich als nächstes im Petto habe. Ich glaube, ich bin tatsächlich dabei am Überlegen, Tomb Raider 1 komplett, das allererste Spiel zu Let's Playen. Wer da Interesse hat, wieder zuzugucken, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Schauen wir mal. Dass wir komplett alle Tomb Raider Retro-Teile durchgespielt kriegen, Let's Play kriegen. Ja, und dann würde ich sagen, mit dieser wunderschönen, tollen Musik, Peter Canelli, verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, das Spiel, dann holt es euch auf Steam, kostet wirklich nicht viel. Und ja, genießt es selber, das Spiel. Ja, und damit würde ich sagen, cheerio, Miss Sophie. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.